Hier kommt ein kleines Video über Zucker. Ein echter Crashkurs zu Zucker. Es geht nämlich nur um Monosaccharide, die Einfachzucker. Das ist nur ein kleiner Teil der ganzen Kohlenhydrate, zu dem die Zucker gehören. Erstmal, wie wird Zucker gebildet? Zucker wird in den grünen Pflanzen gebildet und der grüne Farbstoff, der dabei hilft, ist das Chlorophyll. So sieht die Gleichung zur Zuckersynthese aus. 6 CO2 plus 6 H2O plus Energie mit Hilfe von Chlorophyll wird zu Zucker und Sauerstoff. Die ganze Gleichung ist sehr berühmt und heißt Photosynthese. Man sollte die Gleichung aufstellen können, zumindest sollte man sich die Gleichung merken können und alle vorkommenden Stoffe auch wirklich wissen, was das ist. Erstmal, hier ist der Zucker, Traubenzucker. Was braucht eine Pflanze, um diesen Traubenzucker herzustellen? CO2 steht für das Kohlenstoffdioxid, das in der Luft vorkommt, in zu hoher Konzentration schon in der Luft ist, den Treibhauseffekt verstärkt, sodass es gut ist, wenn die Pflanzen einen Teil des CO2 wieder aus der Luft herausfiltern. Außerdem sollte es für die Pflanzen ab und zu regnen, denn sie brauchen Wasser zu wachsen. Den Pflanzen bleibt bei der Photosynthese ein Abfallprodukt über, O2, der Sauerstoff. Das ist gut für Mensch und Tier, denn wir brauchen wieder den Sauerstoff zum Atmen. Noch nicht erklärt haben wir das kleine E, das ist die Energie, und Pflanzen nehmen die Energie in Form von Sonnenlicht zu sich. Jetzt schauen wir uns das C6H12O6 genauer an. Wenn man versucht, die dahinterstehenden Atome zusammenzubauen, kann man zum Beispiel diese Struktur aufbauen, mit 5 OH-Gruppen und einer Aldehydgruppe. Es geht aber auch so, dass sich die OH-Gruppen in der Reihe anders verteilen. Man hat jetzt tatsächlich zwei verschiedene Zucker gebildet. Der erste ist der bekannteste, der Traubenzucker oder mit Fachwort Glucose. Auch die zweite Formel kommt in echt häufig vor. Es handelt sich um den Fruchtzucker, Fachwort Fructose. Beide haben die gleiche Anzahl von Kohlenstoff-, Sauerstoff- und Wasserstoffisotopen, sind also Isomer. Nun kommen wir noch zu den Eigenschaften der Einfachzucker. So sieht also nochmal die Glucose aus. Und man sollte jetzt kombinieren können, aufgrund dieser polaren OH-Gruppen, ist Traubenzucker sehr gut wasserlöslich, weil man aus dem Leben ja kennt, dass man Zucker vortrefflich in Tee und Kaffee in riesigen Mengen auflösen kann. Außerdem hat Zucker einen hohen Siedepunkt oder Schmelzpunkt. Zucker ist bei Raumtemperatur bekanntlich fest, ein Pulver, und für die Molekülgröße hat es einen relativ hohen Siede- und Schmelzpunkt, was mit den fünffachen Wasserstoffbrückenkräften durch die OH-Gruppen begründet werden kann. Was man nicht an der Molekülstruktur sehen kann, ist der süße Geschmack. OH-Gruppen in einer Reihe schmecken für uns Menschen süß. Das waren schon die wichtigsten Eigenschaften zum Zucker. Man kann über Zucker noch viel, viel mehr lernen, aber für den Anfang ist das schon ganz gut. Chemie ist schön.